Mann, oh Mann, das soll die sicherste Base sein? Wobei, ich glaube, ich werde da auch nicht reinkommen. Wie? Niemals! Das, mit dem Trank klappt das auch nicht! Wo sind die Puppen? Die lag doch in der Wiege. Püppi, wo bist du? Ich hätte schwören können, dass du das letzte Mal hier drin lagst, dass ich dich gesehen habe. Wo bist du nur hin? Julian, Was? hast du meine Puppe gesehen? Oh, Emma, jedes Mal fragst du mich wegen deinen Puppen. Was soll ich mit deinen Puppen bloß machen? Was soll ich mit denen anstellen? Ich spiele nicht mit Puppen. Ich bin auch kein kleines Mädchen. Oh, schade. Jetzt muss ich sie weitersuchen. Wo habe ich sie nur? Wenn sie nur wüsste, dass ich die Puppe versteckt habe. Weil ich weiß, von wem sie die ganzen Geheimnisse über mich hat. Ich weiß, dass sie das von der Puppe weiß. Ach, Julian, du bist schon wieder am Tablet? Kannst du deine Freizeit nicht irgendwie anders gestalten? Oh, Mama, wieso denn? Ich darf das, hast du gesagt. Oh, Mann, immer kommst du hier rein, wenn ich was mit... Oh, Mann! Julian, jetzt leg doch bitte das Tablet mal beiseite. Ja, gut. Nur für und einen dann... Augenblick. So, ich hab's zur Seite gelegt. Und jetzt, Mama, bist du zufrieden? Kann ich jetzt wieder das Tablet nehmen? Ist es okay? Nein, Julian, das Tablet kann jetzt erstmal da liegen bleiben. Oh, das brauch ich jetzt nicht. Wir könnten uns ja vielleicht mal unterhalten. Komm, setz dich zu mir. Gut, ich sitze, Mama, und was wird sie jetzt von mir wissen, dass ich wieder... Nee, ich hab gar nichts gemacht. Wir könnten ja vielleicht mal darüber reden, was du später werden möchtest. Du wolltest früher mal Müllmann werden, das weiß ich noch. Och, nö, Mama, geht das jetzt in diese Richtung? Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Und gleich fragst du mich, in wen ich noch verliebt war. Das interessiert mich wirklich. Och, nee. Hier im Backofen ist sie nicht. Wo kann die denn sein? Püppi, die kann doch reden. Warum antwortet sie nicht? Oder wollte sie vielleicht baden in der Spülmaschine? Nee, das ist eine doofe Idee. Wo kann sie nur sein? Hat sie vielleicht Julian versteckt? Der mag meine Puppen nie. Ach Julian, jetzt hab dich nicht so. Was möchtest du denn werden, wenn du mal groß bist, hm? Ja, so Standardsachen. Also ich wäre gerne Milliardär, dann hätte ich gerne ganz viele Autos und ganz viele Freunde. Aha. Und dass ihr immer bei mir wohnt, ja, und ich glaube eine eigene Toilette. Ja, sowas halt, so Standardsachen. Ach Julian, solche Träume haben wir alle. Aber was möchtest du denn später mal für einen Beruf haben? Vielleicht Feuerwehrmann wie Papa? Nö, das möchte ich ehrlich gesagt nicht so, weil wenn, dann mache ich immer das Feuer. Das finde ich eigentlich viel besser und nicht das Feuer löschen. Aber weißt du, was ich cool finde eigentlich? Wo wir letztens beim Friseur waren, ne? Also so Frisur machen, das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ach, das ist doch schon mal was. Hast du denn schon mal selber versucht, jemandem die Haare zu flechten oder irgendwelche Frisuren zu machen, zu schneiden, irgendwie sowas? Nein, noch nicht, aber das könnten wir doch machen. Ich könnte doch mal deine Haare stylen oder so. Oder schneiden, das wäre doch mal was. Haare schneiden, umstylen, vielleicht nicht bei mir, ich war ja letztens erst beim Friseur, aber dein Vater, das wäre doch bestimmt ein guter Kunde, oder? Oh Mann, klasse, super, ich bereite alles vor. Oh Mann, Julian, der verrückte Friseur. Emma, was machst du da? Ich bin hier unten und suche was. Okay. Hey, bist du da unterm Sofa oder hinterm Tisch? Emma, was wird das? Ich suche dich, komm raus. Martin, ich gratuliere, herzlichen Glückwunsch. Ich hab doch gar keinen Geburtstag, oder? Du bist der erste Kunde. Wie? Du bist der erste Kunde vom verrückten Friseur Julian. Alter, nee, das kannst du vergessen. Ich möchte heute deine Haare machen. Warum denn bei mir? Oh, Claudia, hättest du dich nicht da melden können? Wobei, hat er dich gefragt? Ach, warum sollte Julian denn meine Haare machen wollen? Der möchte unbedingt die vom Papa machen. Nein! Ach, komm schon. Claudia, du kennst doch Julian, der verpasst mir bestimmt eine Glatze oder so. Und du weißt, kurze Haare stehen mir nicht. Ach, Martin, jetzt hab dich nicht so. Ich hab gehört, Julian schneidet deine Haare mit einem Rasenmäher. Das wird schon gut gehen. Oh Mann, langsam verliere ich die Geduld. Wo ist diese Puppe? Wo würde ich mich verstecken, wenn ich eine Puppe wäre? Vielleicht. In der Toilette vielleicht? Nee, hier ist sie nicht. Oh Mann, ich verstehe das nicht. Die war doch in meinem Zimmer und normalerweise redet sie doch auch mit mir. Warum redet sie nicht mehr mit mir? So, okay, Papa. Wir sind jetzt hier in meinem Salon, okay? Also, Herr Vogel, Sie möchten wohl eine neue Frisur, oder? Ach, Julian, das machst du super. Erstmal natürlich ein Gespräch führen mit dem Kunden. Klasse! Es war klar, dass ich wieder darunter leiden muss. Ja, ich möchte eine neue Frisur, bitte. Ja, Herr Vogel, dieser Look steht Ihnen gar nicht. Sie sehen ja aus... Oh Gott, das ist ja ganz, ganz schlimm. Aber was würde Ihnen denn stehen? Vielleicht lange Haare? In Grau? Mit einem Dutt? Das wäre doch was für Sie. Wobei, nee, graue Haare glaube ich nicht. Vielleicht eher sowas in die Richtung... Mit einem schönen Pony! So wie bei Mama, mit einer anderen Haarfarbe. Oh, das wäre eigentlich auch schön. Oder vielleicht doch was Wildes. Sind Sie eher der wilde Typ, Herr Vogel? Dann wäre, glaube ich, diese Frisur was für Papa. Das wird mir ein bisschen zu wild, Julian. Ich bin raus. Danke. Ich glaube, deine Mama möchte eine neue Frisur haben.
Oh Mama, siehst du, keiner will, dass ich Friseur werde. Guck dir das an, Papa ist einfach aufgestanden. Ich habe mir nur ein paar Gedanken dazu gemacht und der wollte schon direkt aufstehen. Martin, jetzt setz dich doch hin. Sei doch ein bisschen offener auf, was Julian vorhat. Offen? Hast du gehört, was der mir für Frisuren verpassen will? Nee, da kannst du dich gerne hinsetzen. Julian, deine Mama möchte ganz, ganz gerne. Ach so, okay. Ach so, so war das. Okay, ja gut, Frau Vogel, dann setzen Sie sich mal hin. Sie sind als nächstes dran. Ach, toll, also, na gut, wenn es sein muss, dann... Also, Schätzchen, was kann ich denn für dich tun? Also, mir wäre eigentlich Haare waschen ganz lieb. Das können Sie übernehmen. Ja, das mache ich auch auf jeden Fall, Schätzchen. Aber du brauchst auf jeden Fall einen neuen Look. Ich sehe ihn schon vor mir. Mit langen Haaren, ein bisschen moderner, nicht so alt wie jetzt. Weil jetzt würde man denken, du bist eine Oma oder so, Schätzchen. Deswegen. Oder wie wär's nochmal mit so einer Haarfarbe wie bei mir? Das würde dir, glaube ich, auch stehen. So ein knalliges Rot mit einem schönen Zopf. Ja, das wäre, glaube ich, auch was für dich, Claudia. Wobei, wenn ich mir jetzt dein Gesicht so ein bisschen anschaue, ich glaube, eine kurze Frisur würde dir auch stehen. Ja, ich sehe schon in meinem Kopf so eine Frisur wie bei Papa, aber nur in einer anderen Haarfarbe. Ja, das wäre super. Das machen wir, Mama. Ich schneide mal deine Haare. Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du lässt meine Haare in Ruhe. Weg mit der Schere. Oh, toll. Das war sowas von klar. Da hat man mal ein paar tolle Ideen und schon sagt man, nee, danke. Oh, super. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, letztens, wo ich mir meine Haare rasiert habe, das sah eigentlich auch nicht so schön aus. Also vielleicht ist Friseur doch nicht so der richtige Beruf für mich. Ah, da bist du ja! Pia, hast du meine Puppe geklaut? Lass sie sofort los! Pia hat die bestimmt nicht geklaut, aber das war bestimmt Hanna! Warum klaut die meine Puppe? Die kann was erleben!